Wunderschönen guten Morgen, meine Thai-Freunde, Abonnenten. Hier ist die Kochstudie Thailand. Ja, wie ich das immer versprochen habe, wollte ich ja ein Eisbein machen. Ich habe das ja jetzt eingepökelt und wir brauchen ja viel Schwarte, um Gelatine herzustellen. Ja? Je mehr Schwarte, desto besser hast du denn nachher die Gelatine. Gelatine besteht aus Schwarte. Ja, ich zeige euch mal. Das sind 4 Kilo. Die habe ich erstmal rausgenommen und entbeint. Ja, und dann habe ich noch was anderes gekocht. Auch so. Dann habe ich ja meine Gewürzgurken gemacht. Die sind schon fertig, eingelegt. Sieht auch soweit gut aus. Ja, mit Anis habe ich da drin und so. Wenn man es so sieht, Anis. Und dann Senfkörner und die Kümmel und Zwiebeln und ein bisschen Gurken. Nicht Gurken und Zwiebeln und eher ein bisschen Knoblauch reingemacht. Ja, jetzt habe ich auch was Schönes gemacht. Das ist ein Lauchgemüse. Meine 4 Frikadellen. Das ist auch schön gemacht, die Lauchgemüse. Wie man so sieht, kann ich euch das mal zeigen. Schmeckt sehr gut mit Milch. Man kann das auch dann mit Sahne machen. Schmeckt noch ein bisschen liebriger, aber Sahne ist in Thailand so teuer. Mmh, wunderbar. Sieht ja sehr gut aus. Und die Soße ist mit Milch angemacht. Ja, natürlich Kartoffeln dazu. Ja, das ist mein Essen für heute. Ich will nicht immer Thai-Essen haben. Ich will mal was Deftiges essen. So habe ich mir noch die Frikadellen gemacht selbst. Oder Fleischpflanzl. Oder Klöpse. Oder Hamburger, was man dazu sagt. Das ist ja bei jedem Land oder Bezirke in Deutschland ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich mache große Produkte jetzt selbst und so. Ich habe schon meine Würstchen selbst gemacht. Habe schon 7 Mal hergestellt. Und ich finde, die letzten 2 sind am besten. Am besten schmecken immer die grobe Wurst, aber ich kann auch eine feine machen. Ja, ich warte noch auf meinen Räucherofen, dass ich das mauern kann. Aber ich habe ein kleines Problem. Damit muss ich erstmal fertig werden. Ich weiß nicht, ich bin jetzt eine Kanalverengung kennen. Eine Spinulose habe ich schon mal gehabt. Ich habe 2-mal die Wirbelversteif. Das erste Mal war es Wirbelversteifung und Spinulose. Und das habe ich wieder. Da tun die Knie weh, da denkt man, man hat Knieschmerzen. Da fängt das auch an mit Taubheit, Lahmgefühl. Ja, Arthrose habe ich sowieso in den Knie, 3, 4. Ja, das sind die schlimmsten Handwerkerkrankheiten. Ja, ich habe meinen Wirbelbruch gehabt und davon habe ich das eher mal nicht gemerkt. Und dann laufe ich damit noch 5, 6, 7 Jahre rum, bis man dann die Schmerzen hat. Das heißt nicht, immer bei einem Wirbelbruch hast du Schmerzen. Das kann angebrochen sein oder gerissen sein, dann bist du schmerzfrei noch. So habe ich es gedacht. Und dann, bis die Schmerzen kommen, dann bin ich ja abgelaufen bei Orthopäden. Die haben mir alle Märchen erzählt, bis ich bei Endoklinik war und da haben die ein MRT gemerkt. Ja, nur ich bin nicht in der Tag Deutschland, dann bist du wieder 3 Monate im Krankenhaus und so. Insgesamt bist du 3 Monete in Deutschland wegen der Reha. 6 bis 8 Wochen darfst du nicht lange sitzen. Nicht im Flugzeug so. Ja, so habe ich mir gedacht, muss ich mir eine gute Klinik aussuchen. Ich habe eine gute Klinik, die machen das auch. Die Ärzte sind sehr hoch spezialisiert. Das ist eine halb private Klinik und halb staatliche Klinik. Das ist ein Kurat, das ist ein technisches Universitätskrankenhaus. Die machen sowas auch, die haben auch Orthopädie da. Man muss die Hälfte zubezahlen. So eine Spindkanalose kostet so ungefähr in Thailand, nachdem wir die Schwierigkeiten, 18 bis 25.000 US-Dollar. Ja, ich brauche auch nicht so viel bezahlen. Ich brauche nur ein bisschen zu bezahlen, wie ein Einzelzimmer. Und ich habe ein Video gezeigt mit einem Einzelzimmer, wie das ist und so. Und ein bisschen Medikamente, weil das nicht alle Medikamente von staatlich zugelassen ist oder der Staat zahlt zu, das muss ich bezahlen. Ja, das kann ungefähr gut so in 15.000, 20.000 Baht sein, weil man da 5 Tage bleibt und dann bekommt man anschließend noch eine Reha. Da weiß ich nicht, wie es weiterläuft mit der Reha. Die bieten das ja auch an.
Was ich da bezahlen muss, ist das stationär oder ist das ambulant? Das muss ich wissen. Ja, meine Leute, ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ich habe solche starken Schmerzen hier. Ich kann bald mit dem Messer in den Knie reinstechen. Und ich weiß, dass wenn das soweit ist, das kann nicht dran sein an der Knie, weil ich trotzdem Arthrose habe, dann merkst du das Knacken und Knirschen. Das habe ich zweimal schon gehabt mit dem Rücken, zwei Operationen, das war immer das Gleiche. Habe ich die Operation hinter mir, dann ist das wieder gut. Und mit Kanalnose kann man immer wachsen, das kann man nicht heilen. Das wird ein bisschen freigemacht, sonst macht man die Nerven kaputt. Und das merkst du auch schon automatisch, was für ein Nerv das ist. So zum Beispiel die untersten Bereiche sind so wie Beine. Und hier, wenn man Wasser lässt, dass du nicht ganz ausnähen kannst, weil das zurückbleibt, weil das ein Nerv, der schon ein bisschen angeschädigt ist. Ja, mein Arzt in Deutschland hat ja gesagt, wenn sie solche Schmerzen hast, kommt mir früher. Ich habe immer abgewartet. So, meine Frau sagt, ich soll lieber in Deutschland bei der Endoklinik operieren lassen. Sie hat hier Angst. Dann habe ich gesagt, ja, über das braucht man keine Angst haben. Das ist ein kleiner Schnitt von 3-4 cm. Nur, du kannst Probleme haben mit der Wundheilung oder du bist unrollstuhlgefährdet. Aber sonst ist noch keiner so doll gestorben. Aber ich habe auch hier schon viele gelesen, so kann man auch im Internet nachforschen, wie die Leute sind. Und da waren schon viele Phalanx behandelt, die auch beim hier Militärkrankenhaus waren. Die sagen, da zahlt man ein bisschen mehr, aber die Qualität und der Service ist viel besser. Auch die lange Wartezeit nicht. Das stimmt. Ich war auch schon viermal da. Meine Frau wollte die Gallensteine entfernen. Sehr guten Service und das Essen, klar. Da hat sie nur für die drei Tage mit den ganzen Medikamenten nur 3.500 Thai-Baht bezahlt. Das war noch ein Witz. Das ist ja, wenn man jetzt drei Tage in Pension geht hier in Thailand, mehr war das auch nicht. Ja, meine Leute, morgen werde ich dann das in Angriff nehmen mit der Sülze. Jetzt muss das in der Salzlake liegen, pro Liter 10 Gramm Salzlake. Und das muss jetzt über Nacht einziehen. Und dann wird es rausgenommen, dann wird es abgewaschen, dann wird es mal 2 Stunden gekocht mit Zwiebeln. Ich mache da Zwiebeln rein, Karotten rein, die kann ich nachher nehmen. Ich muss noch Essig kaufen, weil viel Essig kommt da rein. Und viel Salz. Viel Salz. Man kann das nicht überwürzen, weil der Essig und das andere nachher, wenn das erkaltet ist, ist das Geschmack weg. Dann, wenn man nicht zu viel Salz macht, ist man fade. Man soll es probieren. Das wirst du nachher merken und so. Und dann mache ich noch andere Sachen rein, wie Provenzkräuter und so. Ich mache das in ganz großen, das sind 4 Kilo Fleisch. Praktisch mit Knochen raus sind das 3 Kilo. Aber man kann sagen, da hast du ein großes Stück. Nur das Nachteil, Gelatine kann es nicht einfrieren. Das wird verflüssigt. Das muss ich dann gleich essen. Ja, kann man eine Woche aufheben, Kühlschrank. Weil Essig ist ja ein Konservierungsmittel und dann ist da auch noch die Pökelsalz drin. Das ist auch Konservierungsmittel und dann macht man Salz und Essig, ist ja sowieso Konservierungsstoffe. Ja, dann kannst du das eine Woche im Kühlschrank behalten und das wäre schön essen. Nur das Problem, Remoulade muss ich selbst machen. Das ist das. Da bin ich mal überlegen, wenn ich dann keine Remoulade mache, sondern eine Joghurt-Senfsoße mit Honig. Schmeckt auch gut. Und dann da schöne Bratkartoffeln dazu. Ja, meine Leute, gebt mir Tipps dazu. Ich will was ein bisschen mehr machen. Sag mal was und so. Außer Salami kann ich nicht machen und so. Ich muss auch meine Kosten gründen, ein bisschen weniger halten. Ich muss das kaufen. Ich muss das einfrieren. Wenn ich Zeit habe, werde ich auch ein Bierschinken machen und einen Kochschinken wieder mit Sparte. Da muss ich mal sehen, was ich an Angebote kriege und was für Stücke ich kriege im Laden. Kochschinken brauche ich hintere Teil und da muss ich warten, wenn ich das auch gute Teile kriege mit wenig Fett und Sehne. Ja, meine Leute, Bierschinken könnte ich gerne machen, das esse ich auch gerne. Ja, ich werde es auch verkaufen, wenn ihr in der Kreis wohnt und so, könnt ihr vorbeikommen. Nur verschicken tue ich das nicht, ich tue das verkaufen. Wenn einer vorbeikommt oder ich bin das in der Nähe von Korat ist, kann ich auch vorbeibringen. Es ist ein angemessener Preis, ich will nicht verdienen, das ist mein Fleisch, mein Stromverbrauch und so, ein bisschen so ungefähr, um neue Geräte zu kaufen. Mehr will ich nicht dran verdienen, weil ich kein Geschäft mehr mache und so,
Aber ich freue mich immer gerne, wenn es ein Oberlos ist und wenn die Leute sagen, es hat geschmeckt und gibt meinen Kommentar dann ab. Ja, ich weiß, es sind hier viele Thai-Freunde, die hören gerne schöne deutsche Wurstprodukte haben. Ich will das alles erstmal ausprobieren. Meine grobe Würsten und feine Würstchen sind ohne Chemie. Und viele haben das getestet und viele mögen das. Das ist mein Bestseller, was ich gemacht habe. Ich habe schon 6 Mal gemacht und das 5. und das 6. schmecken am besten, besonders am 6., weil das mit Whisky gemacht worden ist. Habe ich meine Idee gehabt, warum Whisky trinke ich nicht, schmeiß das da rein. Und das war das Beste. Und meine Käse. Ja, sag mir, was ihr gerne möchtet. Ich kann das nochmal machen, auch mit der Wurst, wie man das macht und so, auch mit der Kutterhilfsmittel. Ich mache das zwar ohne, ich mache meine Senfkörner dazu, wenn die gemahlen sind. Oder ich nehme da Mehl, Milch dazu und lasse das rühren mehr und so. Am besten ist Senfkörner, weil das ein, oder Johannisbeerbrot kann man nehmen und so. Das sind alles Dickungsmittel und Bindemittel, was auf Naturbasis ist, nichts mit Chemie. Ja, meine Leute, ich würde mich freuen, wenn ich mehr Abonnenten kriege und die Hände hoch, praktisch den Daumen hoch, nicht die Hände, Entschuldigung. Und ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ich kann heute auf morgen auch nicht immer kochen. Meine Frau sagt, ich soll mich nicht überanstrengen mit draußen mit arbeiten. Das tue ich jetzt eine Woche nicht. Aber die Leute haben mir so viel Dreck hinterlassen, dass ich 2 Tage die Baustelle aufgeräumt habe in Ruhe. Da habe ich gesagt, das Rest mache ich lieber selbst nach und nach. Ich brauche da 5 Mal länger, aber es ist sauberer und perfekter. Ja, meine Leute. Ja, stehen kann ich ja, nur laufen und lange einkaufen gehen. Das sind meine Probleme mit dem Rücken. Das wusste meine Frau auch und jetzt habe ich das in Überhand genommen. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.